wir müssen die Aufklärung verbreiten, die in unseren Medien nicht berichten wird. Das heißt also, in wahrer Vorherrschaft... So, liebe Freunde... Jetzt sind wir in Duisburg bei der dritten AFA-Veranstaltung. Die erste war in Köln, die zweite bei uns in Hamburg und jetzt hier in Duisburg. Wetter ist super, blauer Himmel und Sonne. So, und die ersten Redner reden. Hier ist die Zelle aufgebaut von Assange. Über deutsche Medienlandschaft hinein. Ich denke nur an einige Formate, so. Die hier, da kann man drüber reden oder auch nicht. Hier nochmal die Sonne. Die wird nicht angeschaltet. Ja, das heißt also, wir müssen dafür eintreten, dass die Wahrheit oder dass letzten Endes ein Diskurs stattfindet. Free Assange Frankfurt am Main ist mit dabei. Das ist die Alex. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Tag. Ich gehe mal so ein bisschen rum. Hier ist ein Tisch mit Büchern, Feuerzeugen, CDs. Wonja von der Bandbreite singt ja heute hier. Aber es ist sehr windig. Staatsangehörigkeit angenommen hatte, wurde nach Sportler 7-jährigen Aufenthalt, ich muss das vorstellen, 7 Jahre hat er in einer Botschaft gelebt. Das ist schon wie Kerl, das ist schon wie Knast. Du hast nicht die Möglichkeit rauszugehen und tatsächlich das Leben zu genießen. Du hast die Möglichkeit, jemanden zu empfangen, aber das ist dann auch alles. Wurde ihm nicht nur das Asylrecht entzogen, sondern auch die Staatsangehörigkeit. Und er wurde anschließend von der britischen Polizei... So, sind doch einige Leute hier. Laut Greenwald wurde die Festnahme von Assange dadurch ausgelöst, dass er die Gewalt der spanischen Regierung gegen die Bürger Kataloniens in den Jahren 2017 und 2019 anprangerte. Katalonien wollte damals Autonomie, das wissen wir alle, von der spanischen Regierung in Madrid. Und die Regierung reagierte mit schockierender Gewalt. Das, was wir ja eigentlich immer nur aus diesem komischen Diktator-Geschichts kennen. Ja? Das war in Spanien. Freiheit für Julian Assange, Wahrheit ist nie ein Verbrechen. Bürgerrechte ausüben können, sondern als Terroristen, Aufwiegler und Anführer. So hat es letzten Endes Greenwald veröffentlicht und geschrieben. Mit Gewalt werden die Katalanen in Massenverhaftung. So, jetzt sage ich noch mal Hallo zu Julian Assange. Micha, du kommst gerade aus Hamburg. Warum bist du hier heute in Duisburg? Für die Freiheit von Julian Assange, weil es eine Sauerei ist, dieses skandalöse Vorgehen der Regierung gegen einen Journalisten, der nichts weiter gemacht hat, als uns die Wahrheit über Kriegsverbrechen. Ja, vielen Dank für die Welt. Vielen Dank, Micha. Nur eine Frage, warum Sie heute hier sind. In Duisburg. In Duisburg. Auf dem Abaddonplatz. Abaddonplatz. Ja. Möchten die Initiative unterstützen, dass Julian Assange in die Freiheit gehört. Das ist einfach eine große Ungerechtigkeit. Seit über 10 Jahren. Wir kommen dafür aus Bochum, weil bei uns haben wir leider so eine Veranstaltung nicht organisieren können. Ja, toll, dass ihr heute hier seid. Danke. Wir kommen aus Köln, also es sind Leute aus Frankfurt hier, aus Leipzig, aus Hamburg. Super, dass ihr da seid. In diesem Land noch nicht erlebt. Wir leben in einer Demokratie. Schließlich sind wir Bürger und keine Untertanen. Für diejenigen, die den Unterschied zwischen... Ja, guten Tag, hallo. Eine Frage. Warum sind Sie heute hier in Duisburg am Abaddonplatz? Ja, ich möchte auch die Free Assange-Idee unterstützen. Julian Assange sitzt ja eigentlich vollkommen unrechtmäßig in Haft in Belmarsch. Und davor hat er ja schon viele, viele Jahre in der Botschaft in Ecuador, ja, ich sag mal, hausen müssen.
müssen. Das war ja alles schon sehr menschenverachtend, würde ich sagen, wie mit ihm da umgegangen wurde. Und das im Endeffekt alles nur, weil er Pressefreiheit wahrgenommen hat und eigentlich den Menschen die Wahrheit mitgeteilt hat über das, was in dem Falle eben halt das amerikanische Militär gemacht hat. Und ich möchte eben heute die Idee unterstützen, dass er eben halt wieder freigelassen wird. Wie war nochmal Ihr Name? Rasmus Stockhaus. Und aus Duisburg, oder? Ja, vielen Dank. Ja, hallo. Warum seid ihr heute hier in Duisburg? Sagt kurz vielleicht euren Vornamen. Hallo, ich bin Umut. Mein Lehrer hat mich dazu gebeten, hierher zu kommen. Und ich interessiere mich allgemein auch für das ganze Thema. Deswegen wollte ich mir das mal anschauen. Ist das der Politiklehrer oder Geschichtslehrer? Oder? Deutschlehrer. Deutschlehrer, ja. Und habt ihr die erste Mal die Information zu Julian Assange und WikiLeaks hier jetzt bekommen oder vorher schon? Wir haben sie erst dann bekommen. Ja. Ich bin auf gleichem Grund hier. Ja. Ich habe vorher hiervon noch nichts erfahren und informiere mich hier gerade weiter. Ja, super. Vielen Dank. Kein Problem. Hallo Yves, warum bist du heute hier in Duisburg? Ja, ich möchte für die Freiheit von Assange eintreten, mein Gesicht zeigen. Ja, super. Ja. Und hast den weiten Weg von Leipzig hier in Kauf genommen? Zusammen mit 4, 5 anderen Leuten. Sehr gut. Und dabei geht es nicht um die Frage, sich daran zu erinnern, dass diejenigen, die die Motive der Regierung in Frage stellen, einen notwendigen Gegenpol zu denjenigen bilden, die blindlings den Entscheidungen der Politiker folgen würden. Wir müssen nicht mit jeder Kritik an der Regierung einverstanden sein. Um Gottes Willen, ich habe um Diskurs gebeten. Aber wir müssen das Recht jedes Einzelnen verteidigen, sich frei zu äußern, ohne Angst vor Strafe oder der Androhung von Verbannung. Vergessen wir nie, die Architekten des Polizeistaats wollen unterwürfige, willfährige, kooperative, gehorsame... Darf ich Sie kurz ansprechen mit der Kamera? Warum sind Sie heute hier? Sagen Sie kurz Ihren Namen. Mein Name ist Friedhelm Knippel. Ich bin hier halt eben, weil ich das absolut für wichtig halte, gegen die Festnahme von Studien und so zu protestieren. Es geht nicht an, dass wir hier diese Rechtsentwicklung einfach akzeptieren. Ja. Und ich habe von Menschen, die einfach nur halt eben das tun, was mit ihrem Gewissen zu verhindern ist. Und das denke ich mal halt für notwendig. Und ich finde es verdammt schade, dass so wenig Menschen sich das zu eigen machen. Sind Sie hier aus Duisburg oder? Nein, ich wohne in Hattingen. In Hattingen, ja super. Vielen Dank. Gerne. Frei.
Recht, lass ihn wieder frei. Sie jagen die Wahrheit, sie jagen Assange. Er zeigt auf das Unrecht, lass ihn wieder frei. Dankeschön. Yes.
Zusammen wie ein Stück. Der Richard. Also jetzt kommt das Thema für liebe Frankfurter. Hallo. Schön, dass ihr da seid in Duisburg. Danke, dass wir da sein dürfen. Warum kommt ihr so hier hin? Ja, für Assange, alles für Assange. Ja, was machen wir hier? Wir setzen uns ein für die Freilassung von Julian Assange seit fast 4 Jahren. Ihr steht vor der aufgezeichneten Zelle von Julian Assange. Ja. Genau. Ja, ich mach kurz 2x3 Meter. Da ist er 23 Stunden am Tag. Richtig, immer noch in Isolationshaft. Und eine Stunde hat er Freigang, darf aber nicht andere Gefangene treffen. Genau. Es ist ein Wahnsinn, was mit diesen Menschen passiert. Es ist, das ist doch ein Schwerverbrecher, oder nicht? Angriff gegen die Pressefreiheit ohne Ende. Ist ja kein Schwerverbrecher? Nicht wirklich. Julian Assange ist ein ganz unschuldiger Journalist, der aus ganz prekären Gründen inhaftiert wurde. Die ganze Welt schüttelt den Kopf und deswegen sind wir heute hier, um uns für die Freilassung einzusetzen. Ja, super, vielen Dank. Danke dir. Aktivisten aus Frankfurt. Free Assange Frankfurt. Free Assange Frankfurt. Paderborn! Da kommt Bochum. Paderborn! Wo ist denn Köln? Ich bin Michaela von der Mahnwache Duisburg. Ich bin Aktivistin für Julian Assange, weil Ungerechtigkeiten immer das Schlimmste für mich waren im Leben. Und die Freiheit war mir immer am wichtigsten. Julian hat seine persönliche Freiheit aufgegeben. Für die Wahrheit und für eine gerechtere Welt. Ja, mein Name ist Michael, ich bin aus Hamburg. Wir haben in Hamburg seit über 2 Jahren jede Woche eine Mahnwache, Hamburg for Assange. Und ich setze mich mit meinen Mahnwachen, mit Teammitgliedern sozusagen, für Julian Assange und für die Freilassung, seine sofortige Freilassung ein. Denn das Einzige, was wir am Ende haben, ist die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit ein Verbrechen ist, dann ist alles andere für den Arsch. Ja. Hallo, ich bin Moritz von der Free Assange Mahnwache Frankfurt am Main. Erstmal finde ich es ganz, ganz toll, dass heute diese Veranstaltung stattfinden kann und dass ihr alle da seid. Das berührt mein Herz sehr. Wir setzen uns für Julian Assange ein, weil wir davon überzeugt sind, dass die Arbeit von WikiLeaks einen ganz wesentlichen Teil der Freiheit in unserer Demokratie ausmacht. WikiLeaks steht für uns für ungeschönten Journalismus und das bedeutet unser aller Recht, Bescheid wissen zu dürfen. Und für dieses Recht von uns allen zahlt der Julian seit über 10 Jahren mit seiner persönlichen Freiheit und deswegen braucht er unsere Solidarität. Danke sehr. Ja, hallo, ich bin Stefan Fiedler von Assange, Mahnwache in Köln. Ich finde es toll, dass heute hier so viele erschienen sind und ich finde, Pressefreiheit ist halt ein hohes Gut und deswegen setzen wir uns in Köln auch für Julian Assange ein. Gerade in diesen Zeiten, wo Krieg ist, wo viele manipulierte Dinge gesagt werden, ist halt Pressefreiheit ein sehr hohes Gut. Danke. Ich bin Helena von der Mahnwache
Rowling ist eine von den kleinen, was ihr sie gerade sagte, die wächst. Daniel, der das Haupt auf den Weg gebracht hat, ist leider krank, deshalb bin ich heute hier. Wir setzen uns ein für Julian Assange, weil genau das, was Birgit gesagt hat, wir haben Recht darauf zu erfahren, was unsere Regierung in unserem Namen und auch mit unseren Steuergeldern macht. Und Julian Assange und WikiLeaks waren ein super toller Wegbereiter. Sie bezahlen wirklich wie gesagt einen sehr hohen Preis dafür, aber wir machen weiter und hoffen, dass er freikommt. Ja, danke. Hallo, mein Name ist Yves von der Mahnwache Leipzig, Free Assange Mahnwache Leipzig. Was Julian Assange getan hat, ist eine riesige Ungerechtigkeit und das ist etwas, dem wir uns entgegenstellen müssen. Deswegen haben wir das auch getan und machen das immer wieder in Leipzig. Und ja, in der Hoffnung darauf, dass wir die Welt ein bisschen besser machen können. Hallo, ich bin Christoph. Ich bin der Stellvertreter für die Mahnwache in Berlin und ich werde einfach nochmal darauf hinweisen, dass mit der gleichen Begründung, mit der Julian Assange in die USA ausgeliefert werden soll, auch die Journalisten vom Guardian, vom Spiegel und allen anderen Medien, die seine die WikiLeaks-Veröffentlichungen mitveröffentlicht haben, die könnten auch ausgeliefert werden. Und der zweite Grund ist, als Souverän, der wir ja alle sind, sollte man schon wissen, was die Repräsentanten, die wir regelmäßig wählen, tun. Und wenn wir das nicht tun, können wir auch keine souveränen Wahlentscheide treffen. Und deshalb stehe ich hier. Ja, grüß euch alle. Ich bin Berthold aus Paderborn. Wir haben eine schöne Mahnwache. Die Mahnwache hat sich leider geteilt in Impfbefürworter und Impfgegner. Also es gibt die Hälfte sitzt zu Hause im Bunker, die andere Hälfte hat weitergemacht, weitestgehend. Und eigentlich zusammengefunden haben wir uns, weil wenn es um Pressefreiheit und Demokratie geht, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, der so unter Demokraten zu finden ist und zu finden sein sollte. Es geht darum, frei nach, ich glaube, das war Kästner, der sagte, nie sollt ihr so tief sinken, den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Hallo, ich habe vor einer halben Stunde circa erfahren, dass ich hier und heute was sagen soll, also erwartet bitte nicht allzu viel. Ich bin, glaube ich, auch so in 2019 zur Mahnwache Düsseldorf gestoßen und das Ganze aus so einem Bewusstsein heraus, dass diese himmelschreiende Ungerechtigkeit, die diesem Mann widerfährt, offensichtlich in Deutschland von denen, die dafür zuständig sind, nämlich unsere Politiker, nicht als Anlass da aktiv zu werden angesehen wird. Und frei nach dem Aufruf von nochmal Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, habe ich mich dann entschlossen, einfach exemplarisch für eines der vielen Problemfelder, die wir in unserem Lande inzwischen haben, mich für Julian Assange einzusetzen. Und deswegen bin ich dabei und ganz herzlichen Dank an Easy, die ganze Veranstaltung in Düsseldorf jetzt seit mehr als 3 Jahren organisiert und uns zusammenhält. Und für mich persönlich ist dieser 14-tägige Termin in Düsseldorf am Hauptbahnhof immer eine ganz gute Gelegenheit, eine super Gelegenheit, mit ausgesprochen liebenswürdigen, liebenswerten Menschen zusammenzutreffen und hochinteressante Gespräche zu führen. Und denen, die in Düsseldorf regelmäßig dabei sind und heute hier sind, ganz herzlichen Dank dafür. Also ich bin kein Politprofi, deshalb habe ich einiges vorher aufgeschrieben. Das meiste, das wäre jetzt redundant, wenn ich das alles wiederholen müsste, könnte ich nur unterschreiben. Deshalb, ich bin einer von vielen, die sich für das Schicksal und die Arbeit des WikiLeaks-Gründers Julian Assange interessieren. Warum tue ich das?
weil ich verstanden habe, dass Julian Assange in persona für wirklich aufdeckenden Journalismus und für Pressefreiheit steht. Man kann fast sagen weltweit. Es geht auch darum, Dinge, die schieflaufen, aufzudecken. Sozusagen Licht ins Dunkel zu bringen oder mal hinter den Vorhang zu schauen. Das bringt mich zum Nachtrag bzw. Teil 2 zum Thema mediale Konstruktion von Realität. Bitte nehmt nicht die Negativdarstellung über Julian Assange an. Julian Assange ist kein schlechter Mensch, kein Vergewaltiger, kein Vera Spinner oder Narzisst, der unbedingt im Rampenlicht stehen will. Man kann es sehen, weil die Annahme würde, also die Verhältnismäßigkeit negiert das natürlich. Und er ist selbstverständlich auch nicht unsympathisch, also im Gegenteil. Kurzes Fazit. Julian Assange und seine Arbeit sind bedeutend wichtiger, als die meisten Menschen überhaupt glauben. Das war's dann. Free Assange und danke an alle. Hallo, ich bin Heinz. Ich bin auserkoren worden, für Bonn zu sprechen, obwohl wir keine regelmäßige Mahnwache durchführen. Ich bin Mitglied in der Antikriegs-AG von Aufstehen Bonn und wir haben schon mehrere Kundgebungen für Assange durchgeführt. Das hat mich wahrscheinlich zu dieser Ehre gebracht. Für uns ist die Verfolgung von Julian Assange, der Grund für die Verfolgung von Julian Assange, der brutalen, ist die Tatsache, dass Julian Assange die Wahrheit aufgedeckt hat über die mörderische Art und Weise, mit der die US-Imperialisten und auch andere NATO-Staaten in den letzten Jahrzehnten ihre mörderischen Kriege und ihre ungerechten, völkerrechtswidrigen Kriege durchgeführt haben. Das ist genau das, was die Imperialisten nicht wollen. Die wollen nicht die Wahrheit veröffentlicht haben über die Kriege, die sie überall führen. Und für uns als Antikriegs-AG ist genau das, nicht nur das, sondern auch andere Ereignisse und auch ganz aktuelle Ereignisse, ein Grund dafür, dass wir sagen, wir brauchen in Europa eine andere Sicherheitspolitik. Wir brauchen die Loslösung aus diesem Kriegsbündnis NATO. Wir brauchen einen Austritt Deutschlands aus der NATO, damit wir in Europa in der Lage sind, eine eigenständige Sicherheitspolitik zu machen, und zwar mit Russland und nicht gegen Russland. So, ich darf noch mal was sagen. Erstmal ganz, ganz lieben Dank an die Mahnwachenvertreter, dass ihr alle hier von weit angereist seid. Und ja, ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag hier mit uns. Herzlichen Dank. Der wahrhaftig ist. In einem von Wollners Texten heißt es, ihr werdet scheitern an den Friedensaktivisten. Das sind wir und das ist er. Hier ist Wollner von Die Bandbreite. Hallo und vielen Dank. Auch, dass ich hier sein darf an die Veranstalter. Das ist ja nicht normal. Die Bandbreite ist ein Künstlerkollektiv, kann man sagen. Aber außer mir traut sich keiner mehr auf die Bühne, weil wir so unglaublich böse sind, dass die Medien uns immer wieder beschmieren. Aber warum sind wir heute eigentlich hier? Und da gibt es einen guten Grund. Und da möchte ich nicht euch ansprechen, die hier sowieso alle steht auf der 100. Mahnwache, sondern mehr die Menschen, die im Hintergrund vorbeilaufen. Wir stehen hier wegen Julian Assange. Wie erklärt man jetzt Julian Assange? Ja? Dem durchschnittlichen Spiegelleser. Also ist so eine Art Nawalny, außer dass er wirklich verfolgt und gefoltert wird. Ja? Das ist ja das Problem. Ja? Es gibt die Medien, die berichten euch ganz genau, wo die Russen gerade stehen und ihre Panzer haben. Aber keiner berichtet euch hier, wo die Amerikaner so ihre Panzer stehen haben.
Ja? Und da war Julian Assange einer, der hat eine Webseite aufgemacht, die heißt WikiLeaks, und da hat er ganz genau gezeigt, wo die Amerikaner mit ihren Panzern Leute kaputtbomben, mit ihrer Uranmunition vergiften und verstrahlen, dass ganze Generationen in Afghanistan und im Irak wie Krüppel auf die Welt kommen, ja? So, der ganze Kram, den die Amis machen, den zeigt man halt nicht so gerne, ne? Der Russe ist da besser zum Zeigen, sag ich mal. Und Julian Assange sitzt deshalb, ja? Es gab damals so ein Video, da hat man gesehen, wie amerikanische Soldaten in einem Apache-Helikopter ungefähr, ich glaube sogar mehrere hundert Meter entfernt, ja, die können ja auf Distanz ziemlich genau gucken und lauschen, sehen, wie zwei Journalisten sich im Irak treffen und dann kurzerhand mal beschließen, komm, die ballern wir jetzt ab. Und dann werden die zwei Journalisten samt ihrem Bodyguard und auch noch zwei kleinen Kindern, die in einem Van daherfahren, wo der Fahrer des Vans denen helfen will, einfach von den Maschinengewehren von diesem Apache-Helikopter runtergeschossen. Und diese Schweinereien, die die US-amerikanische Regierung überall in der Welt täglich begeht, die sieht man nirgendwo, aber man sah sie bei Julian Assange und darum ist der Mann ein Held. Und ein Held auch dafür, weil man ihn ungerechtfertigt seit 10 Jahren in Einzelhaft einsperrt. Und das ist unglaublich. Allerdings möchte ich jetzt auch noch ganz kurz meiner eigenen Person ein paar Zeilen widmen, weil es hier ja eine Band oder einen Chor gegeben hat, die Lebenslaute, die wollten hier nicht auftreten, weil ich hier auftrete. Als Grund haben sie angegeben, ich meine, es gibt immer viele Gründe, warum man mit der Bandbreite nicht auf einer Bühne stehen will, aber als Grund haben sie einen 2006 von mir geschriebenen Song angegeben, der thematisiert, wie zwei stark dominante Männer mit einer devoten Frau Sex haben. Ja, dieser Song ist also 16 Jahre alt und ich habe immer versucht, den Medien zu erklären, damals kam Gangster-Rap, Porno-Rap auch in Deutschland auf. Ich war nie ein Fan davon und ich habe mit diesem Lied quasi das Ganze karikieren wollen und einfach zeigen wollen, das ist auch ein Lied, man merkt, der Song ist nicht ernst gemeint. Und das habe ich immer wieder und wieder erzählt, wenn ich auf dieses Lied angesprochen werde. Aber jetzt möchte ich endlich mit der Wahrheit rauskommen und mit dieser Lüge aufräumen, die ich damals erzählt habe. Ich habe diesen Song geschrieben, weil ich Frauen hasse. Ich habe aus dem Grund auch im letzten Jahr meine Frau geheiratet, denn irgendjemand muss einfach die lästigen Aufgaben der Hausarbeit und der Kindererziehung übernehmen. Preise für Prostitution sind rapide hochgegangen und waren teilweise auch während der Corona-Zeit überhaupt nicht verfügbar. Ja, also bei uns zu Hause, da ist es eben so, da gilt noch die gute alte Regel, Frauen gehören an den Herd und der sollte am besten im Schlafzimmer stehen. Ja, und da das bei uns zu Hause leider von den Räumlichkeiten her kaum möglich ist, haben wir uns für das Modell der Fußfessel, das ist so ein kleiner 9-Volt-Block, da wird nichts gemeldet, wenn die aus ihrem Bereich rausgibt, da gibt es direkt einen hochtransformierten 150.000-Volt-Stromschlag, damit meine Frau auch weiß, wo ihr Aktionsradius in unserer Wohnung ist. Der tut sehr weh, aber beeinträchtigt sie kaum, sodass sie dann direkt auch mit der Hausarbeit weitermachen kann. Ja, des Weiteren muss ich sagen, wir haben mittlerweile 4 Kinder, 3 Jungs, und jetzt kam natürlich im Dezember zu meinem persönlichen Bedauern meine Tochter auf die Welt. Also schwerer Schlag für mich, aber ich hoffe, dass ich sie vielleicht mit einem indischen Traditionalisten verheiraten kann, bei dem die Witwenverbrennung noch hoch im Kurs steht und dessen Gesundheitszustand schon nicht mehr ganz prächtig ist. Das würde mich natürlich sehr darüber hinwegtrösten, dass mein 4. Kind kein Junge geworden ist. Okay. Dann stehe ich aber hier und wenn ich mich hier umgucke und ich sehe hier eine Frau, die Männer genauso abgrundtief hasst, wie ich Frauen hasse, dann würde ich sagen, erstmal interessant, wie man zu so einem Irrglauben kommen kann, aber ich würde doch eins tun. Ich würde angesichts der Tatsache, dass ein Mann, der sich für uns den Arsch aufgerissen hat und seit 10 Jahren für uns und die Wahrheit im Knast sitzt, mein verdammtes Ego zurückschrauben und mich neben diese Frau stellen und mit ihr gegen dieses Unrecht demonstrieren. Bravo. Diese Cancel Culture nervt extrem ab. Wir werden gesplittet,
auseinanderdividiert. Jeder, der nicht politisch korrekt ist, darf das Maul nicht mehr aufmachen, wird im Radio nicht mehr gespielt. Wir leben in einer parlamentarischen Diktatur, in einer Oligarchie, da wo die Mächtigen bestimmen, was gesagt wird, oder in einer Plutokratie, wo das Geld bestimmt, was gesagt wird. Und die Menschen, die hier stehen, die haben ihr Herz noch am rechten Fleck. Und deshalb bin ich froh, heute hier bei euch sein zu dürfen. Ich möchte euch ein Lied spielen. Ich hatte gestern ein bisschen schreien müssen. Ich bin Trainer in der Fußballmannschaft meines Sohnes und die haben gestern nicht gut gespielt. Deshalb versuche ich meine Stimme ein bisschen zu schonen. Ich sehe es. Ich spiele einen Song für euch, der heißt Schön ist hässlich. Und der ist schon sehr alt und leider immer noch sehr aktuell. Und dem geht es darum, dass eigentlich immer nur die eine Seite gezeigt wird. Der böse Russe beispielsweise, aber dass seit 8 Jahren Faschisten aus der Ukraine in den Donbass rein bombardieren und Mörsergranaten rüberschicken, Familien zerstören, alte Kinder töten, da wird nicht drüber gesprochen. Ja. Es gibt immer nur die eine Seite und wenn der Amerikaner bombardiert, ist das immer aus Friedenszwecken. Ja. Und schön ist hässlich, das ist das Motiv aus Macbeth, wo man hinterher gar nicht mehr weiß, was stimmt hier eigentlich noch. Und mittlerweile kann man fast sagen, schlag die Zeitung auf und denk das Gegenteil und du liegst zu 90% richtig. Wenn mir irgendjemand noch mal stilles Wasser hier auf der Bühne zukommen lassen könnte, wäre das sehr schön, wenn irgendjemand noch einen Schluck Wasser übrig hat. Das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um mich zu vergiften. Feinde, ihr müsst es einsehen.
Fernsehen, dass man niemand bekehrt, indem man ihn beschimpft und seine Demo blockiert. Von denen sind viele verwirrt, aber kapiert, die Agenda ist, uns aufeinander zu hetzen, dass sich nie was Verändertes funktioniert und das, obwohl es zu alt ist. Kontrovers berichtet wird nur über das, was uns spaltet. Lasst uns veraltetes Lagerdenken beenden, den verblendeten Menschen helfen, Dinge zu erkennen, denn die Gefahr, die geht nicht aus vom Islam, nicht von Hogesa und Pegida, von den Multinationalen, von den Konzernen, Oligarchen und Banken, die sich in die Fäuste lachen, während wir hier unten zanken. Schön ist hässlich und hässlich ist schön, weil die Herzen erfährt diese Welt übernehmen. Der böse Geist, der die Mächtigen lähmt, ist allgegenwärtig, Gott nur niemals zu sehen. Schön ist hässlich und hässlich ist schön, Frieden ist Krieg, weil die Herzen erfährt diese Welt. Zurück, wir sind die Guten. Geh nicht zu dem Bösen, sonst lassen wir dich bluten. Edward, du hast uns die Guten verraten. Dafür musst du jetzt büßen und dafür wirst du braten. Und also, Edward, du hast keine Chance. Sieh es endlich ein. Wir müssen dich bestrafen, sonst gibt es Aufstand. Ja, da sage ich jetzt gar nichts mehr zu. Da ist schon ganz genug so gesagt worden. Da gibt es aber eine Forderung zu. Und die Forderung heißt: Lasst ihn frei. Niemand was getan. Lasst ihn frei. Warum seht ihr alle weg? Lasst ihn frei. Dieses Unrecht schreit zum Himmel. Lasst ihn frei. Jeden Tag eine neue Lüge. Lasst ihn frei. He did no harm to anyone. Set ihn frei. Why do you all look away? Set ihn frei. This injustice cries to heaven. Set him free. Every day another lie. Set him free. Set him free. Set him free. You say you're serious about freedom. Set him free. Set him free. Set him free. You say you're serious about truth. Set him free. Lasst ihn frei. Mit der Freiheit. Lasst ihn frei, lasst ihn frei, lasst ihn frei. Wenn es euch ernst ist mit der Wahrheit, lasst ihn frei. Wirklich solidarisch. Lasst ihn frei. In Europa wird gefoltert. Lasst ihn frei. Wenn er im Knast bleibt, stirbt er sicher. Lasst ihn frei. Diese Folter hält kein Mensch aus. Lasst ihn frei. There's torture here in Europe. Set ihn frei. Are you really for democracy? In this hellish jail, he'll die for sure. Set him free. No prison earth can stand this torture. Set him free. Set him free. Set him free. Set him free.
Freiheit, dann lass ihn frei, lass ihn frei, lass ihn frei, wählt euch ernst mit der Wahrheit, lass ihn frei. Hey USA! Ihr habt so viel Dreck am Stecken, lasst ihn frei, drum soll er im Knast verrecken. Lasst ihn frei, euer Lügenbild hält nicht. Lasst ihn frei, die Wahrheit kommt immer ans Licht. Lasst ihn frei. Hey, USA, you have so much dirt to hide. Set him free, so he has to die in jail. Set him free, your dishonesty won't hold. Set him free. The truth will out at end of day. Set him free, set him free, set him free. You say it serves our freedom. Set him free, set him free. Eine bessere Welt sein? Lass ihn frei! Wer für die Wahrheit kämpft, wird eingesperrt! Lass ihn frei! Wir sind gegen dieses Unrecht! Lass ihn frei! Darum stehen wir hier vereint! Lass ihn frei! You call this a better world? Set ihn frei! You stand for truth, then you'll be jailed! Set ihn frei! In opposing this iniquity, set him free. So we stand here all unitedly. Set him free. Set him free. Set him free. You say it's serious or not true? Then set him free. Set him free. Hallo, liebe Duisburger, wir sind hier für die Freiheit von Julian Assange, stehen wir heute den ganzen Nachmittag hier. Kommt zu uns, informiert euch über die Situation von Julian Assange. Als nächsten Redner möchte ich Dirk Pohlmann ankündigen, er ist direkt aus Berlin zu uns gekommen. Wir danken dafür sehr. Dirk Pohlmann ist Journalist, Autor und Filmemacher, hat über 20 Dokumentationen gemacht für das öffentlich-rechtliche Fernsehen und ist im Moment immer wieder zu vertreten in dem dritten Jahrtausend, das dritte Jahrtausend. Im YouTube-Kanal können Sie das sehen und seit Jahren kommt diese Sendung einmal im Monat ungefähr und immer wieder in jeder Sendung wird das Thema Julian Assange angesprochen. Wir danken dafür sehr und ein ganz wichtiger Film, den sich jeder auch bei YouTube von Dirk Pohlmann anschauen kann, ist Täuschung, die Methode Reagan. Also sehr zu empfehlen. Ich begrüße hiermit herzlich Dirk Pohlmann aus Berlin. Ja, schön warm, ne? Ich hoffe, ihr haltet das aus noch eine Weile. Ich möchte noch mal sagen, ich habe eben dem Woyner noch mal gratuliert. Es ist ja auch geradezu unglaublich, dass so jemand mit so viel Freundlichkeit leben, mit so viel
Enthusiasmus, dass es überhaupt Leute gibt, die sagen, der soll hier nicht auf der Bühne stehen und singen. Es ist grotesk. Also wenn man sieht, wie sozusagen spießig diese Leute sind, die das sagen, ja, selber, merkt man, dass eine Diskrepanz zwischen den Weltanschauungen entstanden ist. Das sind Leute, die ihren größten Genuss daraus beziehen, dass sie besserwisserisch anderen Leuten den Mund verbieten können. Das ist keine Situation, die irgendjemand ertragen sollte. Wir machen im dritten Jahrtausend ja tatsächlich in jeder Folge, erinnern wir an Julian Assange, und zwar in gewisser Weise auch, wir sind alle Journalisten, das heißt Matthias Bröckers, Robert Fleischer und ich sind alle öffentlich-rechtliche Rundfunkjournalisten, die Jahre, Jahrzehnte dort gearbeitet haben. Robert hat sogar seine Ausbildung dort gemacht. Matthias und ich sind von außen sozusagen dazugekommen und sind alle mit verbrannten Fingern wieder rausgegangen. Also Matthias ist gegangen, er hat haufenweise Kommentare im WDR hier gemacht, als er zu 9/11 einen Kommentar machen wollte und ihm der Chefredakteur sagte, du kannst zu allem Kommentare machen, aber nicht mehr dazu, ist er gegangen. Bei mir sind meine letzten zwei Filme ohne mich umgeschnitten und umgetextet worden. Die ZDF-Version, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache nicht mehr mit. Ja? Es war also nicht so, dass ich bin sozusagen, wie soll man das sagen, so schlecht behandelt worden, dass ich selber gegangen bin dann. Aber das ist, wenn man Julian Assange als Beispiel nimmt für einen Journalisten, dann muss man sagen, also der Satz, den ich dazu sagen möchte, ist eigentlich, es kann keinen freien Westen geben, solange Julian Assange nicht frei ist. Wenn er frei ist, haben wir noch lange keinen freien Westen wieder. Das ist andersrum, funktioniert es nicht. Aber er ist wirklich die Lackmusprobe dafür, ob irgendetwas von dem, was ich in meiner Uni-Zeit jahrelang gehört habe und danach jahrzehntelang erzählt wurde, mehr ist als bloßes Gerede. Und die Befürchtung, die ich habe, ist, dass es tatsächlich bloßes Gerede größtenteils ist. Und das ist etwas, was man lernen muss. Demokratie funktioniert nicht von alleine und die verschwindet, wenn man sie sich nicht die ganze Zeit erkämpft. Das ist wie Ihr Garten zu Hause. Wenn Sie den laufen lassen, ist da nichts mehr da nach einer Weile. Und Demokratie wird einem nicht geschenkt. Es wird auch einem keine Souveränität von oben geschenkt. Das ist etwas, was man sich erkämpfen muss, was man jeden Tag sich holen muss und dann mit anderen Leuten besprechen muss. Es ist das Erste, ich sage das immer wieder, wo man, also ich habe ja unter anderem Philosophie studiert und dann kriegt man mit, das ist der Anfang von dem ganzen Denken, was wir hier im Westen haben. Und der Anfang war die Agora, der Marktplatz in Athen, wo die ganzen Philosophen und Theaterleute nebeneinander dastanden und jeder hat irgendetwas erzählt. Und das, diese ungeheure Lebendigkeit, was sie eben bei Woyner erlebt haben, also das heißt, dass da etwas raus will, dass da etwas erzählt wird, aus allen möglichen Ecken. Das ist der Punkt, das ist der Ausgangspunkt, wie es sein sollte. So sollten eigentlich auch unsere Medien sein, dass da Leute sind, die etwas erzählen, die etwas zu erzählen haben und die die Freiheit bekommen, das auszudrücken. Bei uns nennt man das Meinungsfreiheit. Das ist eigentlich ein blödes Wort, weil es geht mehr um Ausdrucksfreiheit. Freedom of Expression heißt das im Angelsächsischen. Das heißt, dass jemand das, was er denkt, in die Welt setzen kann, damit es eine Wirksamkeit entfalten kann. Dazu ist eigentlich unbedingt nötig, dass es auch noch Abstimmungen gibt. Weil in dem Moment, wo es darüber abgestimmt werden kann, über was man redet, hat jede Diskussion einen ganz anderen Wert, als wenn ich jetzt einfach im Fernsehen mir eine Talkshow angucke, wo geredet wird und dann ist es vorbei. Wenn daraus ein Gesetz werden kann, eine politische Initiative, ist ein ganz anderer Wert in der Diskussion. Es hat eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Das sind also zwei Dinge, die zusammengehören. Denken Sie an diesen Marktplatz, an die Agora von Athen, wo das erste Mal umgesetzt wurde. Das heißt, in dieser Anfangszeit, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, heißt das bei Hölderlin. Das ist tatsächlich etwas, was man sich dabei denken kann. Ich möchte Ihnen etwas vorlesen von einem berühmten Philosophen, nämlich Frank Zappa. Frank Zappa. Frank Zappa ist einer der klügsten Musiker, die jemals auf diesem Erdball gelebt haben. Er ist nicht nur ein genialer Musiker, er ist sehr klug gewesen. Und das hängt wahrscheinlich auch miteinander zusammen. Und das ist der Satz, den ich
also gelesen habe, es gibt eine ganze Menge. Sie kennen vielleicht, er hat gesagt, die Regierung ist die Unterhaltungsabteilung des militärisch-industriellen Komplexes. Das ist auch von ihm. Daran sehen Sie schon die Qualität. Aber dieser hier ist direkt für Julian Assange. Die Illusion der Freiheit wird es geben, solange es profitabel ist, sie fortzusetzen. Sobald es zu teuer wird, die Illusion aufrechtzuerhalten, werden sie einfach die Bühnenausstattung abbauen. Sie werden die Vorhänge öffnen, sie werden die Tische und Stühle aus dem Weg räumen und dann werden wir auf die nackte Ziegelwand am Ende des Theaters starren. Das haben wir jetzt. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir Julian Assange, der nichts getan hat, was in irgendeiner Weise als Verbrechen gelten könnte, dass der seit 10 Jahren mit allen Methoden, die dem Staat zur Verfügung stehen, wie vor 150 Jahren, wie in den Kerker gesteckt wird, ohne irgendeine weitere Begründung und dort zum Verrotten gebracht wird. Das ist keine Art von Rechtsstaatlichkeit mehr. Es ist die schiere Macht, die durchgesetzt wird. Und mich erinnert das Ganze, ich habe das vor kurzem gelesen, mich erinnern die Zeiten sowieso. Ich nenne es immer Weimarer Gefühle. Ich habe ganz merkwürdige Empfindungen von so einer Endzeit, kann ich sagen, von der Demokratieentwicklung, wo alles aus dem Ruder läuft. Und Sie kennen vielleicht Karl von Ossietzky. Karl von Ossietzky, Friedensnobelpreisträger, ist als Journalist einer der brillantesten Journalisten, die es jemals in Deutschland gegeben hat, ein großer Stilist. Also es lohnt sich, die Sachen zu lesen. Das ist noch heute. Er ist ziemlich frech und ziemlich, also ist brillant im Schreiben. Und er hat, ganz ähnlich wie Julian Assange, hat er geschrieben damals, wenn Sie Berlin Babylon gucken, kommt das zum Teil vor, über die Schwarze Reichswehr. Also die geheime Wiederaufrüstung im Deutschen Reich, wo es nach den Versailler Verträgen Begründungen gab, wie was nicht mehr als Militär auftreten darf, in welchen Stückzahlen. Und es wurde illegal in Russland, wurden zum Beispiel Flugzeuge hergestellt, Piloten ausgebildet, Panzer gebaut. Darüber hat Karl von Ossietzky geschrieben. Er war also ein Whistleblower, ganz ähnlich wie Julian Assange. Und dafür ist er vor Gericht gestellt worden in der Weimarer Republik, und wurde wegen Spionage letztlich verurteilt. Er hat darüber einen wunderbaren Artikel geschrieben, in dem er das ironisiert hat und hat gesagt, ihr glaubt nicht, was heute passiert ist. Ich bin jetzt, also jetzt nicht mehr wegen Beleidigung oder irgendwelchen anderen Sachen, sondern hat Spionage, hat 18 Monate waren es, glaube ich, bekommen, war dann im Gefängnis und dann kam die Nazi-Machtergreifung. Das hat dazu geführt, dass er kurz draußen war und dann wieder ohne Verfahren in ein KZ gebracht wurde und dort hat man ihn gebrochen. Das heißt, die Leute, die ihn 1935, wo er dann gestorben ist, gesehen haben, haben ein zitterndes psychisches Wrack vor sich gehabt. Man hat ihn fertig gemacht. Auch das erinnert mich an Julian Assange. Sie wissen das von Nils Melzer, dass er beschrieben hat, dass die Bedingungen, unter denen er im Gefängnis gehalten wird, zum Tode führen können. Also das heißt, er ist in Belmarsh, dem Guantanamo Großbritanniens, wo die Bedingungen so sind, dass keiner von uns das wahrscheinlich länger ertragen würde, dort inhaftiert gewesen zu sein oder inhaftiert zu werden. Ich habe vorgestern, habe ich eine nette Mail, ich kenne seinen Vater John Shipton, der ist gerade unterwegs, der war in Norwegen und versuchte einen Anzug zu kaufen für die Hochzeit von Stella Morris, die am 23., sie wird am 23. jetzt Julian Assange im Gefängnis heiraten. Er hat versucht, einen Anzug zu bekommen. In Norwegen war das zu teuer, hat er in Berlin gesucht. Ich kann ihn, Sie alle als Unterstützer grüßen. Also wir kennen ihn mittlerweile gut, weil wir eben in jeder Ausgabe vom dritten Jahrtausend daran erinnern. Und wir erinnern daran, weil Sie begreifen sollten, wenn Journalismus einen Sinn hat, dann besteht er darin, dass man die Dinge benennt, die von denen irgendjemand will, dass sie nicht benannt werden. Das ist eine Definition, die ist nicht von George Orwell, aber die ist gut. Er sagt, Journalismus bedeutet, dass man etwas veröffentlicht, was irgendjemand nicht veröffentlicht sehen will. Alles andere ist PR. Und das, was Julian Assange geleistet hat mit WikiLeaks, 2006 gegründet und dann ging es gleich los mit Schwierigkeiten, ist zum Beispiel, wenn Sie es angucken, gerade ist Afghanistan nach 20 Jahren war der Krieg beendet und alle Kollegen waren überrascht,
darüber, wie katastrophal dieser Militäreinsatz geendet hat. Ich habe im Fernsehen gesehen, wie Marietta Slomka den deutschen Außenminister fragte, schämen Sie sich eigentlich nicht? Und wenn dieser Mann etwas geistesgegenwärtiger gewesen wäre, hätte er zurückfragen können, schämen Sie sich eigentlich nicht? Weil es ist ja nicht so, dass die Politik nur versagt hat, sondern sie konnten 20 Jahre ZDF gucken und haben nichts von dem mitgekriegt, was sich dort entwickelt hat, was sich abgezeichnet hat. Sie können jetzt im Moment, können Sie gerade sehen, ist wieder eine Entwicklung, von der Sie nichts mitkriegen. Im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise haben ja die Amerikaner sich das gesamte Geld und Gold des afghanischen Staates unter den Nagel gerissen. Und jetzt machen sie das Gleiche mit Russland. Und der Effekt in Saudi-Arabien ist, dass die Monarchie dort, Mohammed bin Salman, gucken sich das an und sagen sich, du liebe Güte, die klauen einfach das Geld von den anderen Leuten, könnte mir genauso passieren. Und was sie deswegen jetzt gemacht haben, ist, dass sie den Petrodollar aufgekündigt haben. Saudi-Arabien verkauft jetzt Erdöl an die Chinesen für Yuan, Renminbi, das ist das Gleiche, das sind uns zwei verschiedene Namen. Also verkaufen Öl für die Währung der Chinesen. Und was das bedeutet, das ist ein wirklicher Umschwung. Das wird die Weltwirtschaft erschüttern. Denn Sie müssen sich vorstellen, bisher wird Erdöl auf der ganzen Welt in Dollar gehandelt. Das heißt, jedes Land, was Erdöl kauft, muss sich Dollar besorgen. Das bedeutet für die Amerikaner, sie können eine Währung überdehnen. Sie können einfach Geld drucken, weil es gibt ja immer jemand, der Dollar kaufen muss. Und jetzt, dafür ist übrigens, die Iraner haben versucht, den Ölhandel in Euro zu machen, haben deswegen immense Schwierigkeiten bekommen. Saddam Hussein wollte das in Euro machen. Sie wissen, was mit ihm passiert ist. Gaddafi wollte den Ölhandel auf eine eigene Währung umstellen. Auch da sehen Sie, das ist sozusagen eine mit Tod bestrafte Idee, den Ölhandel nicht über Dollar zu machen. Und jetzt haben sie da einfach durch dieses Rauben der Reserven der Afghanen und jetzt der Reserven der Russen, haben sie sich ihren Ruf so ruiniert, dass die Leute wie Mohammed bin Salman sagen, wir werden das nicht mehr mit angucken. Wir machen unseren Handel, kann uns genauso passieren, wir machen das jetzt wir verkaufen den Chinesen ihr Öl auf chinesische Währung. Und da sind einige andere auch dabei. Das heißt, die amerikanische Währung kann nicht mehr gestützt werden durch die Verkäufe. Unterschätzen Sie das bitte nicht, was das bedeutet, aber davon werden Sie nichts hören. Das sind Dinge, die Sie hören oder die Sie lesen konnten in den Botschaftsdepeschen, die WikiLeaks veröffentlicht hat. WikiLeaks hat auch veröffentlicht, dass Afghanistan ein komplettes Desaster ist. Hätte man also zugehört oder hätte sich die Nachrichten aus WikiLeaks gehört und daraus Diskussionen gemacht mit Peter Scholl-Latour, der das auch zutreffend, wenn Sie eine Stunde zu Peter Scholl-Latour gehört haben zu Afghanistan, können Sie sich 20 Jahre ZDF-Berichterstattung sparen. Es ist leider so. Und das ist etwas, was Julian Assange geleistet hat mit WikiLeaks, ist, dass er eine Art Nachrichtenagentur geschaffen hat für investigative Journalisten. Das heißt, es waren nicht mehr einzelne Stücke, sondern es waren nicht mehr einzelne Themen, die bearbeitet wurden, sondern jeder konnte nachgucken, was dort an Schweinereien passiert ist. Und das ist die Gefahr, die von ihm ausgegangen ist. Deswegen musste er aus Sicht der Amerikaner beseitigt werden. Ich will Ihnen eine Sache vorlesen nochmal. Das war Ron Suskind, ein Journalist der New York Times, der 2004 Ein Journalist der New York Times, der sich mit einem Regierungsvertreter von der George Bush Junior Regierung unterhalten hat. Und er hat das nochmal, es ist mehrfach behauptet worden, dass dieses Gespräch nicht stattgefunden hat. Er hat das 2019 nochmal bestätigt, dass das Gespräch stattgefunden hat. Es ist immer noch nicht klar, mit wem er geredet hat. Es wurde angenommen mit Karl Rove, also dem Gehirn, er wurde genannt Bushs Gehirn, also dem Menschen, der die republikanischen Wahlkämpfe gemacht hat. Er war es aber nicht, sagt er. Und er sagte,
2004 der Berater sagte, dass Leute wie ich in dem sind, was wir realitätsbasierte Gemeinschaft nennen. Die er als Menschen definierte, die glauben, den Lösungen aus ihrem vernünftigen Studium der erkennbaren Realität, dass Lösungen aus dem vernünftigen Studium der erkennbaren Realität hervorgehen. Ich nickte und murmelte etwas über die Prinzipien der Aufklärung und den Empirismus, sagt also Ron Süskind. Und dann sagt der Mann, der Politiker, er schnitt mich ab, so funktioniert die Welt nicht mehr wirklich, fuhr er fort. Wir sind jetzt ein Imperium und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität. Und während du diese Realität studierst, mit Bedacht, wie du willst, werden wir wieder handeln und andere neue Realitäten schaffen, die du auch studieren kannst. Und so werden sich die Dinge sortieren. Wir sind die Akteure der Geschichte und ihr alle werdet nur noch studieren müssen, was wir tun. Das ist die Vorstellung von Journalismus, die die Politiker hatten. Das heißt, sie sind jenseits der Realität. Sie agieren, erzählen irgendetwas anderes und die Journalisten decken eine Schweinerei auf und in der Zeit haben sie schon 10 neue angerichtet. Deswegen wir gewinnen, sie verlieren. Und das dagegen war WikiLeaks eine wirksame Gegenbewegung. Wenn Sie sich erinnern, Sie kennen alle Watergate. Gibt es einen Spielfilm drüber, ist sozusagen eine Ikone des Journalismus, sind so zwei Journalisten. In Wirklichkeit kriegen die ganze Zeit von jemand erzählt, die ihnen Tipps gibt, wie sie nachgucken sollen. Und am Ende stürzt der amerikanische Präsident. Und das ist der Westen, der sich selbst versichert, dass er eine Demokratie ist. Die Journalisten sind in der Lage, einen korrupten Präsidenten an die Öffentlichkeit zu zerren und er muss zurücktreten. Und das war eben, was Julian Assange gemacht hat, ist das gleiche mal 10 oder mal 20 oder mal 500. Er war so wirksam, dass er tatsächlich gefährlich wurde. Solange ein Journalist einmal so eine Sache findet, sozusagen kann man das hochheben aufs Podest, sagen, das ist gut, aber es stört nie wirklich jemand. Das, was Assange geschafft hat, ist etwas anderes. Er hat uns also einen Einblick in die Mechanik der Macht gegeben und das dafür wird er bestraft. Dafür ist er jetzt in einem Verlies, dafür wird er außer Achtlassung aller juristischen Regeln, außer jedes Art von Rechtsstaatlichkeit bestraft. Und das ist, wenn Sie den Ablauf der Geschichte nehmen, das heißt 2010 ist er in Schweden und versucht dort, weil die rechtlichen Regelungen für das Internet in Schweden weitergehend war, versucht er in Schweden ansässig zu werden, lernt zwei Frauen kennen, die eine denkt sozusagen, sie hat so eine Trophäe, also den Julian Assange, sind beide an ihm sehr interessiert. Ich kann auch so weitermachen, geht das? Ja. Aber muss getankt werden. Nee, mach so weiter. Also 2010. Kommt einfach ein bisschen näher. Alle ein bisschen näher kommen. 2010 wird ihm erzählt, wenn Sie das einmal gesehen haben, es gibt ein Video davon, da stehen diese beiden Frauen, sind erst bei der Veranstaltung, die eine Frau hat einen pinkfarbenen Plüschpullover mit so langem Fell, also die sitzt so da die ganze Zeit so, hallo, hier bin ich, so ungefähr, also sie baggert ihn an, dann kommt es am Abend, jetzt ist okay, ist wieder okay, nein, ist nicht okay, nein, wieder raus. Es gibt mit den beiden Frauen Geschlechtsverkehr und dann gibt es, in Schweden sind die Regelungen etwas merkwürdig, kann man sagen. Das heißt, es wurde als nicht-konsensueller Geschlechtsverkehr... Geht wieder? Okay. Es wurde als nicht-konsensueller Geschlechtsverkehr... Nils Melzer hat sich dazu sehr eindeutig geäußert. Wurde gesagt, dass er diese Kondome zum Platzen gebracht hat. Bei der Untersuchung, der forensischen Untersuchung des Kondoms wurde übrigens an dem Kondom, was als Beweismittel zugelassen wurde, weder die DNA der Frau noch von Julian Assange gefunden. Das ist eine von den Merkwürdigkeiten, auf die Nils Melzer hingewiesen hat. Und dann wird er geht nach England, also ist bereits, und dann gibt es ein Auslieferungsabkommen und Julian Assange sagt, er hat Angst, wenn er nach Schweden geht, dass er an die Amerikaner ausgeliefert wird, die ihn ja mit 175 Jahren Gefängnis bedrohen, weil er nach dem Espionage-Act angeklagt wird von 1917, also aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, als es darum ging,
dass man verhindern wollte, dass Deutsche in den USA unerkannt agieren. Ja? Also das heißt, er sagt zu Recht, dass diese Möglichkeit besteht, wenn er nach Schweden geht, ist eine Staatsanwältin. Die beiden Frauen haben ihn nie wegen Vergewaltigung, wie man sagt, angezeigt, sondern die Frauen haben gesagt, sie wollten, dass ein AIDS-Test durchgeführt wird. Deswegen ist eine von ihnen zur Polizei gegangen und eine Staatsanwältin hat dann daraus diesen Vergewaltigungsvorwurf gebastelt, wer dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Journalistenorganisation, der ich angehöre, der Deutsche Journalistenverband, von einer Justizposse gesprochen hat. Also Assange, 10 Jahre im Gefängnis, eine Justizposse wurde das genannt. Sie können auch, wie Wollner gesagt hat, niemand kümmert sich darum. In der westlichen Welt, die Journalistenvereinigung, Annalena Baerbock, haben Sie vielleicht mitgekriegt, die hatte, solange sie noch nicht Außenministerin war, hatte sie sich sogar mal dafür eingesetzt, dass Assange freikommt. Als sie Außenministerin war, hat sie ihr großes Vertrauen in die englische Justiz kundgetan, dass das schon alles wirklich werden würde. Mein Anwalt war selber mit dabei bei dem Verfahren in Assange und hat gesagt, das ist das Ende des Rechtsstaates, das er dort erlebt hat. Also nochmal, wir sind zurück in Verhältnissen wie im Königreich Frankreich oder England, wo Leute in den Kerker geworfen werden konnten und man lässt sie einfach dort. Sie kennen die ganze Geschichte in Großbritannien. Dann wurde ihm vorgeworfen, dass er konnte frei rumlaufen in England für eine Zeit, allerdings unter Hausarrest mit einer Fußfessel. Und er hatte Bewährungsauflagen, er sollte zur Bewährung, sollte er sich immer wieder melden bei der Polizei. Das hat er nicht getan, weil er sofort abgegriffen worden wäre, um nach Schweden deportiert zu werden und von dort nach in die USA. Die übliche Strafe für diesen Verstoß gegen die Bewährungsauflage sind ungefähr 3 Tage Gefängnis. Er hat 50 Wochen bekommen. Das ist die Höchstvariante, die es gibt. Nach den 50 Wochen wurde er einfach in Haft behalten, weil da schon die Auslieferung der Amerikaner angefordert wurde. Das ist der Rechtsstaat, mit dem wir es zu tun haben. Es ist keiner mehr. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Es gibt, glaube ich, keine andere Möglichkeit, als zu sagen, dass wir es mit etwas zu tun haben, was nichts mit dem zu tun hat, was mir an der Uni als juristische eine sozusagen Möglichkeit. Es gibt keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Also das heißt, das ist eine, in gewisser Weise ist Assange, deswegen sage ich das, ist ein Beleg dafür, dass unser System in dieser Hinsicht am Ende angekommen ist. Und wir bräuchten eigentlich, ich erinnere daran, wir haben ja alle, wie ich sagte, die drei, Robert, Matthias und ich, haben im öffentlichen rechtlichen System gearbeitet. Und das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ist von dem, wie es gedacht ist, ideal. Man könnte das sogar auf Zeitungen ausweiten. Es funktioniert nur. Funktioniert nur nicht. Es funktioniert überhaupt nicht. Und es wäre unbedingt nötig, dass man es sich wieder aneignet. Das heißt, die Bevölkerung wieder aneignet. Es gibt jetzt eine Kampagne, die heißt Leuchtturm ARD. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Wo Jimmy Gerom ist das, ein Filmproduzent, hat gemacht Kaskadeur, soweit die Füße tragen, falls ihr das kennt. Das ist ein sehr interessanter Vorschlag, weil er hat aufgeführt, wie sie 6 bis 8 Monate die GEZ-Gebühren nicht bezahlen können, ohne dass sie davon wesentliche Probleme haben. Kostet sie 16 Euro. In der Zeit, das sind 8 Milliarden, die jedes Jahr in die Öffentlich-Rechtlichen gehen. Es wäre also sozusagen ein Warnruf der Bevölkerung, wenn möglichst viele Leute diesen Boykott mitmachen würden, wo es ihnen wehtun wird, weil das Geld nicht da ist, wo man sagen kann, wir sind mit euch nicht zufrieden und das muss umgearbeitet werden. Es müsste zum Beispiel umgearbeitet werden, ich sage Ihnen ein paar einfache, konkrete Dinge. Die gesamten Rundfunkanstalten haben Abteilungen, die Umfragen machen in der Bevölkerung, wie sie die Arbeit von ihnen finden. Das müsste veröffentlicht werden und wieder zurückfließen. Das heißt, die müssten eigentlich konstant abfragen, machen wir eine gute Arbeit? Sind wir mutig? Beißen wir die Hand, die uns füttert? Machen wir Beiträge, die ihr Leben betreffen? Stellen wir uns gegen die Herrschenden in ihrem Sinne an? Ist sozusagen, sind Sie als unser Auftraggeber, Sie die Bevölkerung, nicht der Chefredakteur, nicht der sozusagen die politisch eingesetzte Klasse in den Anschlag, sind Sie zufrieden mit uns?
Und wenn dann noch die Posten davon abhängig wären, wer Chefredakteur wird, wer Intendant wird, ob diese Antworten entsprechend ausfallen, wenn man die Leute wählen könnte, wäre automatisch eine vollkommen andere Situation da. Sie können, 8 Milliarden können Sie knicken, das braucht kein Mensch. Ich weiß ja selber, wie das Geld hingeht. Es geht nicht an die Leute, das machen, das versumpft in den Zahlungen, in den Verwaltungsapparat und größtenteils in den Pensionen. Beim Hessischen Rundfunk ist es so, dass die Unterhaltungsabteilung komplett eingestellt wurde, weil das gesamte Geld in die Pensionszahlung der ehemaligen Mitarbeiter geflossen ist. Das ist also eine falsche Planung. Aber da wird überhaupt nichts mehr, wird nur noch aus dem Archiv produziert. Das könnte man für einen Bruchteil viel besser machen und man könnte es vor allen Dingen nach unten öffnen an die Journalisten, die von unten von alleine nachwachsen, wie zum Beispiel KenFM oder Nuoviso oder auch alte Säcke wie wir. Ja, das sind ja alles Leute, die als Journalisten arbeiten wollen. Stattdessen sind die Rundfunkanstalten in der Lage, ihren Nachwuchs selber zu bestimmen. Sie wählen aus ihrer eigenen Gruppe. Sie machen einen inzestuösen Kreislauf, indem sie die Leute bestimmen, die sie haben wollen. Was dazu führt, dass wir wissen, dass bei den Volontären mittlerweile 90% Grünwähler sind. Ich bin selber Mitglied der Grünen gewesen. Das ist jetzt nicht so, dass ich die Grünen das Schlimmste finde, aber das ist überhaupt nicht so gedacht, dass sie eine einheitliche Gruppe haben, die ihnen dann auch noch als Erziehungsbeauftragte erzählt, was sie zu denken haben bei jedem Thema. Das ist nicht so gedacht, das sollte nicht so sein. Sie sollten. Und das nächste ist, wenn wir von Vielfalt reden, haben wir ein großes Problem für die Leute, die so alt sind wie ich. Also ich sage immer, als die Dinosaurier noch Baumfahne knabberten, bin ich schon da gewesen. Damals gab es 3 Fernsehprogramme. Und wenn etwas im Fernsehen gelaufen ist, zum Beispiel in politischen Magazinen, dann haben wir uns am nächsten Tag darüber unterhalten. Ich habe gesehen, wie die Erwachsenen sich darüber unterhalten haben. Das war ein gemeinschaftliches Thema, was man durchgekaut hat. Heute sind wir alle in Filterblasen, sind quasi hysterisch aufgeladen durch die immer gleichen Meinungen, die unsere bestätigen, sehen das und haben kaum noch überschwappende Kommunikation mit Leuten aus anderen Filterblasen. Das Wichtigste wäre also eigentlich, dass wenn ein Beitrag gemacht wird, dass man da drin verschiedene Ansichten in dem Beitrag selber hört, damit man überhaupt weiß, wie viele andere Ansichten es gibt. Man müsste Diskussionen haben, wo die Leute sich ernsthaft streiten, wo nicht immer der gleiche Kaninchenzirkus von 50 Leuten sich darüber unterhält und Sprechblasen absondert. Man könnte die Fernsehrede besetzen wie Schöffengerichte, indem man sagt, das sind 300 Leute, jedes Jahr kommen 100 neue dazu, 100 gehen raus, aber es ist immer die Bevölkerung. Also nicht die Partei. Wenn Sie wissen, wie das jetzt gemacht ist, sind das sogenannte gesellschaftlich relevante Gruppen. In Wirklichkeit ist das immer Parteienproporz, der dort abgewickelt wird. Also das heißt, man könnte sich das zurückholen. Das wäre ein wesentlicher Schritt. Und wenn man das kombiniert mit Menschen wie Julian Assange, die den Mut besessen haben, uns den Vorhang wegzuziehen und zu zeigen, was hinter der Macht passiert, dann wären wir in der Lage, in den Nachrichten Dinge zu hören, die uns ermöglichen, tatsächlich als Staatsbürger zu agieren. Und wenn wir dann noch abstimmen könnten, wären wir nah an dem, was mal an der Agora in Athen gedacht worden ist. Ich lese Ihnen nochmal den Frank Zappa vor. Das ist sozusagen: Die Illusion der Freiheit wird es geben, solange es profitabel ist, sie fortzusetzen. Sobald es zu teuer wird, die Illusion aufrechtzuerhalten, werden sie einfach die Bühnenausstattung abbauen. Sie werden die Vorhänge öffnen, sie werden die Tische und Stühle aus dem Weg räumen und dann werden wir auf die nackte Ziegelwand am Ende des Theaters starren. Wir sollten uns das Theater einfach zurückholen. Jawohl, ja. Dirk, sag doch mal was zu der Boykottmaßnahme. Sag noch mal etwas zu der Boykottmaßnahme mit dem beschränkten Risiko. Okay, also wenn Sie sich das, Sie können sich das angucken, Leuchtturm ARD. Das ist dort gibt es, wenn man boykottieren will, man bezahlt einfach nicht und dann kriegen Sie Post von der GEZ und die Antwortbriefe sind dort bereits auf der Webseite, die kann man runterladen. Es ist so einfach gemacht, dass man quasi, ist ein kleiner Schritt des Widerstandes, aber er kann ungeheuer wirksam werden. Weil nehmen wir mal an, 20% machen mit, wenn die 20% weniger Einnahmen haben. Sie kennen das, was das bedeuten würde für den Laden. Das würde richtig wehtun. Sie würden anfangen darüber zu meckern. Sie würden sagen, Aluhüte und Verschwörungstheoretiker gehen gegen den freien Journalismus vor. Sie würden mitkriegen, sie haben Wirkung. Das ist eine Sache, die Wirkung entfalten kann. Und es geht darum,
die Sachen, die passieren, sind nicht verfassungsgemäß. Es ist nicht so, wie es gedacht ist von den Regeln. Das ist also Leuchtturm ARD, es ist einfach gemacht, einen kleinen Widerstand zu machen. Sie müssen 6 bis 8 Monate durchhalten, bevor Sie dann wirklich in juristische Schwierigkeiten bekommen. Dann zahlen Sie einfach eine Weile und dann können Sie wieder von vorne anfangen. Viel Spaß beim Boykottieren. Gute Sache. Das war ein relativ neues Lied von mir. Es erzählt ein bisschen was über die Amphetaminprobleme in der Regierung heutzutage, was ich festgestellt habe, was viele von euch auch festgestellt haben. Manche von denen haben wirklich große Probleme. Und irgendwann mal kommen die alle ins Klinik. Also das kann ich euch sagen. So, ich spiele jetzt ein bisschen Gitarre. Ich würde gerne mal das Lied Carola's March singen. Die Frau Dr. Carola Javid-Kistl ist wirklich eine sehr mutige Ärztin.